hat eine Abgeordnete der ÖVP sich hierher gestellt, hat behauptet, dass von den Symptomlosen die Infektionen ausgehen. Das ist unrichtig. Ich behaupte es, ich erkläre es jetzt zum dritten Mal. Die WHO hat festgestellt und dies bereits im Juni veröffentlicht, von Symptomlosen gehen keine Infektionen aus, Frau Kollegin. Des Weiteren gibt es die sogenannte Wuhan-Studie, veröffentlicht im Herbst 2020. Auch die hat festgestellt, von Symptomlosen gehen keine Infektionen aus. Die neueste Studie, eine Studie aus Österreich, aus Innsbruck, hat festgestellt, von Symptomlosen gehen keine Infektionen aus. Das sind alles nicht irgendwelche Behauptungen, sondern das sind Experten und wissenschaftliche Studien, die das festgestellt haben. Frau Kollegin, es wäre gut, als Chefin des Hilfswerks dafür Sorge zu tragen, wenn Sie hier sich schon herstellen, die Österreicher auffordern, sich testen zu lassen, lassen Sie die Mitarbeiter des Kärntner Hilfswerks testen. Da hätten Sie genug zu tun, da gibt es viele, die sind bis heute nicht ein einziges Mal getestet. Das war Dagmar Belakovic von den Freiheitlichen erneut mit einer tatsächlichen Berichtigung.